Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich freue mich, dass Sie meiner Einladung von letztem Donnerstag gefolgt sind und heute Lust und Zeit hatten, in den Plenarsaal zu Wiesbaden zu kommen, und eröffne die 49. Plenarsitzung des Hessischen Landtags, stelle die Beschlussfähigkeit fest. Nach dem vorliegenden Ablaufplan tagen wir heute ca. bis 14 Uhr. Wir beginnen im Anschluss an die amtliche Mitteilung mit dem Tagesordnungspunkt 10. Das ist die Beschlussempfehlung und der Bericht des Haushaltsausschusses zum Antrag der Landesregierung betreffend Ausnahmesituation aufgrund der Coronavirus-Pandemie. Hier Beschluss nach § 2 des Artikel 141 Gesetzes zusammen mit Tagesordnungspunkt 10. Werden wir dann die Tagesordnungspunkte 2, 3, 8, 9 und 12 aufrufen. Über die Tagesordnungspunkte wird dann auch unmittelbar nach der Aussprache abgestimmt. Im Anschluss daran wollen wir die beiden dringlichen Anträge, die am Donnerstag eingegangen sind und heute auf die Tagesordnung gesetzt worden sind, behandeln. Es ist vorgesehen, dass über beide Anträge nach der Beratung direkt abgestimmt wird. Wenn dem nicht widersprochen wird, machen wir das so. Entschuldigt fehlen heute ganztägig die Kollegin Claudia Papst-Dippel. Gibt es weitere Entschuldigungen? Das ist offensichtlich nicht der Fall. Bitte, Herr Kollege Felstehausen. Die Frau Kuhler ist heute entschuldigt. Alles in Ordnung, wird dann auch entsprechend vermerkt. Ein besonders freut. Bitte? Günter Rudolph, ja, bitte. Drück noch mal. Warte mal, jetzt alles klar. Herr Präsident, Kollege Becker muss sich entschuldigen. Wird aus dem Protokoll genommen. Kollege Becker ist auch entschuldigt. Becher, Entschuldigung, Kollege Becher. Kollege Becher ist entschuldigt. Ein besonders freudiges Ereignis feiert heute unser Kollege Ralf Norbert Bartelt, und zwar mit seinen fast 137, wenn wir die Entschuldigung abziehen, 135 Kolleginnen und Kollegen. Er sieht zwar aus, als wäre es der 40. Geburtstag, es ist aber doch der 64. Geburtstag, und wir dürfen unserem Freund und Kollegen ganz herzlich zum Geburtstag gratulieren. Lieber Kollege Dr. Bartelt, wir wünschen für das kommende Lebensjahr alles Gute, und da wir ja nicht nur die Liebe zu schnellen Autos teilen, sondern auch zu Wein, darf ich im Namen des gesamten Hauses eine schöne Flasche Wein überreichen. Kollege Bartelt trinkt nicht so gerne Riesling, aber wir verschenken immer Riesling, aber das ist ein Riesling, den er auch gerne mag. Herzlichen Glückwunsch. Thank you.